Oh Mann, endlich ist es soweit und die zweite Staffel von meinem Podcast geht online. Es hat sehr, sehr lange gedauert und es ist mir auch total unangenehm. Eigentlich habe ich überhaupt keine Pause geplant und ich habe auch überhaupt nicht geplant, jetzt mit einer zweiten Staffel anzufangen. Es hat sich einfach jetzt irgendwie so angeboten, weil halt ja die Pause dann da war und ich dachte mir dann, okay, dann lass uns einfach hier mal einen Break machen und ich fange dann einfach wirklich mit Staffel 2 an und ich weiß gar nicht, wann eigentlich so die letzte richtige Podcast-Folge online gegangen ist, aber es sind einige Wochen, nee, ich glaube, es sind sogar einige Monate jetzt her, die, ja, die vergangen sind, aber wir wollen gar nicht darüber reden, sondern einfach jetzt ja mit Staffel 2 starten. Ich freue mich riesig, auch jetzt hier wieder ja am Start zu sein, dass der Podcast weitergeht. Also das war für mich sowieso immer klar, dass der Podcast weitergehen wird, weil ich einfach noch so viele Ideen habe. Ich habe noch einige Einzelgespräche, die ich auf alle Fälle führen möchte. Ich habe Themen, die ich gerne mit euch besprechen möchte. Und ja, es wird auch so das ein oder andere noch dazukommen an, ja, ich nenne es jetzt mal neuen Formaten. Eins davon kennt ihr ja schon so ein bisschen von YouTube, aber es wird auch was ganz Neues noch dazukommen. Da habe ich euch mal am Ende dieses Podcasts ja mal so ein bisschen was erzählt, was euch erwarten wird. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ihr genauso wieder dabei seid, wie schon bei Staffel 1. Die ist ja wirklich gut angekommen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass das jetzt mit Staffel 2 so weitergeht. Nochmal als kleine Info für euch. Ich habe natürlich alle Social Media Links unten reingeschrieben. Es heißt ja nicht Infobox hier im Podcast, aber ja, in der Box, ihr wisst schon, ihr könnt da auch eine Titelbeschreibung, das könnt ihr aufmachen und da könnt ihr so ein bisschen was lesen. Und da habe ich euch alle Social Media Links reingepackt, natürlich auch die von meinem Gast. Und wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn du uns, ja, wenn du uns da folgst, abonnierst, gerne ein Like da lässt und man kann auch bei Spotify und auch bei Apple Podcasts kann man eine Bewertung dalassen und man kann mir auch folgen. Also man kann dem Podcast auch folgen und ihr bekommt dann auch immer eine Benachrichtigung, wenn wieder eine neue Folge online geht. Dann wollen wir jetzt hier gar nicht länger herumquatschen, sondern einmal hier mit der Staffel 2 offiziell starten. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei und dann würde ich sagen, los geht's! House of Ada, der Podcast, Staffel 2. Themenfolgen, Interviews, Lifestyle, alles über Social Media und noch ganz viel mehr. Jetzt hier im Podcast House of Ada, der Podcast, Staffel 2. Jetzt auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Und willst du auch mal Teil hier im Podcast sein, dann melde dich gerne bei mir. Ich habe natürlich für die Staffel 2 auch einige Themenfolgen geplant. Und ja, am allerbesten ist es, wenn du zu uns auf den Discord kommst, denn dort findest du auch alle geplanten Podcast-Themen. Und dort können wir uns auch in einen Raum zurückziehen und die Aufnahme gemeinsam machen. Dann freue ich mich jetzt ganz besonders, die liebe Luciana zu begrüßen, denn wir zwei hatten schon vor ziemlich langer Zeit angefangen,
uns so ein bisschen zu connecten, uns zu unterhalten. Und es hat jetzt doch so ein Stück lang gedauert, bis wir einen Termin gefunden haben. Und deshalb freue ich mich jetzt umso mehr, heute Abend einen ganz gemütlichen Abend mit der Luciana zu verbringen. Und sag einmal einen wunderschönen guten Abend, liebe Luciana. Hallöchen. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Mir geht's supi. Ich hoffe, dir auch. Ja, danke schön. Das freut mich. Für alle, die jetzt vielleicht noch nicht wissen, eigentlich, wer du bist, also dein voller Name sozusagen, und ich glaube, du hast diesen Namen auch auf allen Social Media Kanälen, ist Luciana Lion Sister. Genau. Genau, und du heißt du eigentlich auch auf SSO so? Ja, also ich habe eigentlich 3 Accounts, aber mein Hauptaccount heißt Luciana Lion Sister, ja. Okay, ja, und du spielst natürlich auch SSO darüber, oder dadurch haben wir uns halt auch so ein bisschen kennengelernt, und machst auch YouTube und auch noch ganz viele andere Sachen. Da habe ich dann im Verlauf noch ganz viele Fragen und bin auch schon sehr gespannt. Aber dass wir jetzt mal so bei SSO bleiben, wann hat es denn für dich so angefangen mit SSO? Ja, ich habe mir vorweg schon eine Antwort überlegt, weil ich spiele SSO schon sehr, sehr lange, dass ich mich mal gestern rangesetzt habe und mal überlegt habe, ja, wie lange spiele ich jetzt eigentlich schon SSO? Und ja, rausgekommen ist, es sind jetzt 8 Jahre dieses Jahr. Oh, okay. Ja, das ist schon lange. Ja. Ja, also ich habe angefangen mit dem alten SSO, wo es noch 4 Server gab, die 4 Hauptserver. Und ja, damals, als ich angefangen habe mit SSO, gab es noch Schnee in Jorvik. Also, weil das immer so die Frage ist. Die alles entscheidende Frage. Hast du noch Schnee erlebt? Ja, das ist immer wenn ich so sage, ja, ich spiele schon seit dem alten SSO. Ja, warte, da gab es doch Schnee in Jorvik, oder? Ich so, ja. Ich habe es damals durch die Werbung kennengelernt. Damals lief Star Stable Werbung im Nickelodeon. Ich weiß nicht, ob es heute noch, so wie es damals war, so eine Werbung gibt. Und ja, dann dachte ich mir so, ja, komm, ich will es ausprobieren. Hatte das damals noch auf dem Computer meiner Oma gespielt. Damals noch ein ziemlich alter Windows-Computer. Mhm. Aber es hat gereicht, weil es damals eben die Grafik nicht so gut noch war. Und habe mich dann mit der E-Mail meiner Oma damals angemeldet. Das war aber nicht der Account. Der Account hatte einen anderen Namen. Mhm. Und Luciana Lion Sister habe ich dann ein Jahr danach quasi den Account gemacht, nachdem ich dann Star Rider bekommen habe. Mhm, okay. Und was hat dich jetzt überhaupt so angesprochen, und auch wie du jetzt so die Werbung gesehen hast, was waren da so für dich dann so die Punkte, wo du gesagt hast, so wow, das finde ich cool, das möchte ich gerne mal ausprobieren, das schaue ich mir an? Ja, also ich habe damals schon Reitunterricht genommen, also angefangen mit SSO habe ich im Alter von 10, 11 und ich habe mit 6, 7 begonnen Reitunterricht zu nehmen. Und damals hatte ich eben noch YouTube-Videos geguckt und dann eben durch die Werbung gesehen, so, hey, ja, eigentlich könnte ich ja mal selbst probieren, so ein Computerspiel zu spielen. Und Star Stable war halt durch die Werbung so das erste Computerspiel, was ich dann halt auch kennengelernt habe. Und dann natürlich die Pferde, ich selbst Reiterin, dachte ich mir so, yo, ich muss das mal unbedingt ausprobieren. Und ja. Okay. Wenn du so jetzt so zurückdenkst an diese Zeit, es ist zwar jetzt schon einige Jahre auch her, aber du hast es vorher jetzt gerade auch schon erwähnt, YouTube, war das da für dich dann auch schon ein Thema, jetzt mal so allgemein gesehen YouTube, also hast du da schon viel geschaut auf YouTube und hast dann auch schon die ersten SSO-Videos auf YouTube gesehen, oder wie und wann ist das dann so gekommen? Genau, also angefangen mit so YouTube-Videos schauen, habe ich ja eben kurz davor, bevor ich SSO gefunden habe, da habe ich noch Domtendo angeschaut, damals Mario Kart, ich war biggest Mario Kart-Fan. ich habe damals tatsächlich schon YouTube gemacht,
aber nicht SSO, sondern mit meiner besten Freundin damals zusammen Playmobil, und zwar Stop Motion. Ich weiß nicht, ob Stop Motion kennst du normalerweise, oder? Nicht so wirklich, ne. Okay, das heißt, du stellst die Figuren immer so nacheinander nach und pausierst inzwischen das Video halt, also dass man die Hände nicht sieht, sondern nur, wie sich die Figuren bewegen quasi. Okay, ja, jetzt weiß ich. Das ist das, glaube ich, bei einigen auch so, die das mit Schleichpferden machen, oder? Genau, ja. Ja. Ja, Und Ja, dann weiß ich, ja. ja, sowas habe ich eben damals schon gemacht, bei einer Freundin halt, aber privat. Also ich habe die Videos nie hochgeladen, sondern nur für uns selber haben wir uns da Geschichten ausgedacht. Dann, als ich SSO begonnen habe, natürlich erstmal ich damals noch 10 Riesenfragezeichen, wo ich bei den Quests hin muss, wie was, wie funktionieren die Quests, Hilfe. Erstmal Kadis Videos geschaut, nämlich Fabi. Und Kadi hat damals zu der Zeit schon Videos gemacht. Und da habe ich mir immer die Quest-Videos angeschaut, damit ich weiß, wie die Quests funktionieren. Also richtig cool. Und dann dachte ich mir irgendwann, ja, komm, lass machen, ich will das auch. Okay. Du hast dann sozusagen für dich selber wann dann so angefangen, dass du mal gesagt hast, okay, ich könnte jetzt auch mal ein Video machen, ich könnte mir das auch vorstellen. In welchem Alter so warst du da und wie hast du da begonnen? Ja, also zu dem Zeitpunkt wussten meine Eltern noch nichts davon. Meine Oma wusste, dass ich die Videos mache, aber nicht, dass ich sie hochlade. Damals noch mit sehr schlechter Qualität übers Handy aufgenommen. Okay, ja. ja, ich war zu dem Zeitpunkt, also ich habe jetzt im April 5 Jahre YouTube gefeiert. Ich habe es leider verpasst, aber ich hätte 5 Jahre YouTube gefeiert. Also ich war zu dem Zeitpunkt 12. Und du hast sozusagen, also angefangen hast du dann, dass du es mit Handy aufgenommen hast und hast es aber dann auf YouTube hochgeladen. Genau, also ich habe die Videos auch wirklich gar nicht bearbeitet, weil ich eben damals mit 12 habe ich noch nicht gewusst, wie das wirklich so geht mit Video bearbeiten, und habe dann, ich glaube, ein halbes oder ein Jahr lang ohne Bearbeitung, und dann habe ich so die ersten Apps am Handy gehabt, mit denen ich bearbeitet habe. Ja. Okay, also du hast dann schon so, wie ich dann jetzt auch raushöre, schon so eine Zeit lang dann immer noch aufs Handy zurückgegriffen. Ja, also ich glaube, ich kann mich, wie gesagt, nicht mehr wirklich viel dran erinnern. Ich bin aber gerade auf der Suche nach meinem alten Handy, dass ich die ganzen Videos wieder anfinde. Ja. Aber ich denke, das war schon ein Dreivierteljahr so, dass ich mit dem Handy aufgenommen habe. Okay. Und das dann auch immer noch sozusagen geheim, mehr oder weniger. Ja. Okay. Wie war das dann so, diese Anfangszeit auf YouTube? Hast du da dann schon trotzdem auch Response bekommen und wahrscheinlich dann ja auch die ersten Abonnenten und so weiter? Wie ist das so vorangegangen? Ja, also mit den ersten Abos kamen natürlich auch die ersten Hater schon. Okay. Ich muss sagen, ich hasse mein damaliges Ich. Es tut mir so leid, damaliges Lucy, aber ich hasse dich. Ich habe nämlich damals ziemlich viel Werbung über den Star Stable Chat noch gemacht, weil ich dachte, dass man damit ziemlich viele Zuschauer bekommt. Weil damals haben das voll viele gemacht. Also das war damals so. Das war so ein Riesending damals, dass jeder, der YouTube gemacht hat, irgendwie so in den Global Chat geschrieben hat: Ja, ich bin live auf YouTube, komm gern vorbei. Und ja, damals haben das halt wirklich alle in den Global Chat geschrieben und ich natürlich auch. Und dann kamen halt damit auch die ersten Zuschauer in den Stream rein, aber eben auch die ersten Hater, die gesagt haben: Ja, du machst ja voll die Werbung und du nutzt das voll aus und so, aber. Okay. Weil du jetzt auch dann schon gesagt hast, Stream, das heißt, du hast dann da schon die ersten Streams auch gemacht? Genau, ja. Mit dem Handy. Ja. Also da gab es so eine App, die heißt, glaube ich, Recorder oder so, da konntest du das auf das, da konntest du das übertragen auf YouTube. Also da hat das, also ich bin dann einfach auf meinen Videorekorder gegangen, auf die ganz normale Kamera, wie wenn man ein Foto machen möchte.
und dann auf diesen, eben auf diesen Screen-Recorder, und der hat das direkt auf YouTube übertragen. Ah, okay, also du hast jetzt nicht deinen Computerbildschirm abgefilmt, sondern du hast das sozusagen übertragen lassen? Ja, also ich habe eigentlich im Prinzip schon den Bildschirm abgefilmt, aber ich bin halt einfach nur in diese Handykamera gegangen und habe quasi, wie als würde ich ein Foto machen und das halt aufgenommen, quasi. Ah, okay, verstehe, ja. Ja, klingt spannend irgendwie so. Das kann man sich heute so gar nicht mehr, glaube ich, vorstellen. Ja, weil man kann ja jetzt auch schon über Handy mit YouTube direkt streamen, so, ja. Genau, ja. Ich meine, jetzt ist natürlich auch so, ne, dass durch die Veröffentlichung jetzt von dem Handy-Game auch, zumindest jetzt einmal, betrifft halt jetzt nur auch die Apple-User, aber dadurch haben natürlich auch die jetzt Möglichkeit, das direkt zu streamen übers Handy, ne? Ja. Wenn du es am Handy auch spielen kannst. Ja, genau. Das war damals halt eben alles anders noch und... Ja, auch mit dem Fotomodus, den es damals nicht gab. Ich habe damals dann nämlich ziemlich kurz, nachdem ich mit YouTube angefangen habe, auch mit Instagram angefangen. Da sind sogar noch alte Bilder drauf, also ich kann dir die schicken. Ich habe noch ziemlich viele alte Bilder von mir gefunden auf Instagram, weil mein alter Instagram-Account, den gibt's noch. Und da habe ich damals noch Fotos mit dem Handy gemacht, weil es eben den Fotomodus noch nicht gab. Ah, okay. Ja, es sind einfach auch dann so Erinnerungen, ne, die man sich auch immer wieder gerne anschaut, finde ich. Auf jeden Fall. Wann kam denn für dich dann so der Schritt, wo du dir dann so gedacht hast, okay, ich möchte irgendwie da so ein bisschen mehr, ich möchte so ein bisschen bessere Qualität, ich möchte das irgendwie ordentlich und wie wir in Österreich sagen, gescheit machen. Ja. Bei der Wende, also wir verstehen uns ja, weil wir sind ja auch beide aus Österreich. Ja. Von daher könnten wir das Ganze auch im Dialekt machen und es würde uns wahrscheinlich nicht so viele verstehen. Ja. Aber wann kam da für dich so, war das dann nur so eine Sache von Zeit, weil du dann halt einfach älter geworden bist und eigenen PC und so bekommen hast? Oder hatte das dann schon auch sowas mit YouTube zu tun, dass es einfach dann gewachsen ist und du dadurch dann gesagt hast, nee, also ich will da jetzt doch schauen, wohin die Reise geht und das einfach besser machen? Ja, natürlich. Also ich habe tatsächlich dann, glaube ich, ziemlich bald 100 Abos gehabt, schon mit dem Handy, mit den Handyvideos. Und natürlich kamen dann halt auch schon die ersten Kommentare wie, ja, die Qualität ist doch voll schlecht am Handy, probier doch mal was anderes und so, you know. Dann habe ich ziemlich bald darauf meinen ersten Standcomputer bekommen, der auch jetzt hier neben mir steht, aber ich mache jetzt eigentlich alles am Laptop, muss ich sagen, weil es halt viel bequemer und gemütlicher ist. Und der Stand-PC ist jetzt auch schon ziemlich alt. Aber damals hat es auch, wie gesagt, noch gereicht für SSO, heute leider nicht mehr. Ja, und dann habe ich eine Zeit lang mit dem aufgenommen. Ich habe damals ewig lang gebraucht, bis ich ein Aufnahmeprogramm gefunden habe. Ich habe dann aber ziemlich bald eben OBS gefunden, habe aber kein Mikrofon gehabt und Standcomputer hat ja kein Mikro, also da brauchst du wirklich ein Headset oder ein Mikro. Und dann bin ich zu einem Schulkollegen damals gegangen und habe den gefragt, also der hat Gaming auch gemacht, und habe gefragt so, yo, hast du einen Plan, wie bekomme ich ein Mikro, wo bekomme ich ein Mikro, ohne dass es meine Eltern mitkriegen, weil, ja, meine Eltern wussten davon ja nichts. Und der hat mir dann tatsächlich ein Headset gekauft, ein billiges für 10 Euro, mit dem ich dann quasi dann so mit dem angefangen habe. Klingt cool. wie hat sich dann so allgemein, wenn wir jetzt mal so auf deinen Kanal und so schauen, wie war da dann so die Entwicklung? Also wie stetig ist das vorangegangen? Gab es da so Momente, wo du irgendwie gesagt hast, okay, das war jetzt irgendwie, da ist jetzt gerade irgendwas passiert, aufgrund, keine Ahnung, eines Videos oder eines Vorfalls oder so, und das hat dich jetzt so richtig gepusht, oder wie würdest du das so jetzt im Nachhinein sozusagen empfinden, wie sich so der Kanal entwickelt hat? Ja,
Genau, wie soll ich, wie fange ich am besten an? Also, ich habe dann ziemlich lange Zeit eben mit dem Computer aufgenommen, hatte aber nie ein Schneideprogramm. Ich habe immer mit kostenlose Handy-Schneideprogramme geschnitten, die jetzt natürlich nicht so viele Optionen hatten, aber das hat ziemlich lang funktioniert. Dann hatte ich irgendwann 200, 300 Abos so rum und dann fing eben das Mobbing an in der Schule. Dann habe ich längere Zeit mal nichts gemacht. Und dann irgendwann, ich schaue gerade, ich bin gerade auf meinem Kanal, weil dann ziemlich bald darauf habe ich das Video hochgeladen, mit dem ich auch jetzt noch bekannt bin, mit einer Geschichte. Und zwar, hier haben wir es, Dark Ladies Geschichte, Teil 1, der SSO-Film ist jetzt 3 Jahre alt. Also ja, und ich mache seit 5 Jahren YouTube, also 2 Jahre danach. Mit sogar da steht noch Directed by Power Director. Also das ist die Schneide-App gewesen damals, die kostenlose. Okay. Das hat 20.000 Aufrufe jetzt schon. Und mit dem bin ich tatsächlich dann bekannt geworden und hab auch damit die 500, 600 Abos dann geknackt. Okay. Das ist natürlich cool und man, es ist auch so, also auch mit allen, mit denen ich mich unterhalte und auch die jetzt schon bei mir im Podcast und so waren, sind das ganz oft solche Momente oder ganz viele konnten mir dann auch immer sagen, ja, da gab es dann irgendwie so ein Video und mit dem ist dann irgendwie halt, ja, was passiert und dann hat man da so einen Push bekommen, sage ich jetzt Ja, mal. und das waren eben damals die SSO-Geschichten, weil damals haben noch nicht so viele Leute wie so SSO-Kurzfilme gemacht, vor allem nicht im deutschen Bereich, das war eher im Englischen damals so ein Ding. Und ich war eben mit einer der ersten, die so Star Stable Videos und Filme gemacht hat, zusammen mit Nalita, die hat das auch gemacht damals schon. Und das ist dann wirklich so bekannt geworden, dass heute noch Leute schreiben, ich kenne dich noch von Dark Ladies Geschichte, kommt dann wieder mal ein neuer Teil und das ist schon cool. Wie viele Abonnenten hast du eigentlich jetzt aktuell? Ich habe jetzt 2420. Wenn du da jetzt auch noch mal so ein bisschen so zurückblickst, glaubst du, dass ja, wie viel Glück glaubst du, ist so auf YouTube mit dabei, wenn du jetzt so in die heutige Zeit schaust? Ich meine, es machen ganz viele natürlich YouTube. Es ist viele möchten dann natürlich auch groß werden. Wie glaubst du, dass sich so das Ganze verändert hat und hat man überhaupt heutzutage noch eine Chance, irgendwas also in diese Richtung jetzt zur Bekanntheit zu kommen oder den Kanal einfach so auf eine gewisse Größe zu bringen? Oder würdest du sagen, okay, das ist einfach auch jetzt eine andere Zeit und fast keine Möglichkeit mehr? Ja, schwierige Frage auf jeden Fall. Wie fange ich da am besten an? Also grundsätzlich ist es damals so gewesen, dass nicht viele im Bereich Star Stable YouTube gemacht haben. Im deutschen Bereich, im englischen damals schon sehr viele, im deutschen Bereich jedoch wenige. Ich kenne auch Fabi von damals, Nalita, Windprinzessin damals auch schon. Und das war's dann auch schon fast wieder. Doch Schwarzmond und Cardi und die, aber mehr auch nicht. So, ja, das war's dann auch ziemlich. Und heute hat irgendwie halt fast jeder Zweite schon Star Stable YouTube. Es ist ziemlich schwierig, heute anzufangen, weil es eben schon so viele gibt und so viele die gleichen Videoideen haben und so viele gleiche Sachen, die es eben schon gibt und so. Das ist schwierig und man braucht auf jeden Fall irgendetwas, das sich von den anderen abhebt. Also sei es Personality, sei es wie bei uns, wir kommen aus Österreich und können witzige Dialektvideos machen. Man braucht irgendwann einen Wiedererkennungswert, dass Leute sagen, ah, die kenne ich ja von da und da, von dem und dem Video. Und man braucht Videoideen, die andere nicht haben. Man muss heute viel, viel kreativer sein als damals. So einfache Let's Play-Videos
wie damals, wenn du eine Quest aufgenommen hast und das hochgeladen hast, die jetzt mittlerweile über 100.000 Aufrufe haben, weil Leute, die mit SSO anfangen, sich die Videos anschauen, weil sie die Quest nicht verstehen. Sowas läuft heute nicht mehr, weil es eben so viele Quest-Videos schon gibt. Also du brauchst wirklich eine Idee, die so von YouTube, also die noch kein anderer SSO-YouTuber gemacht hat. Und das ist schwierig. Ja, und was ich halt auch immer noch dazu sage, was ich halt auch super, super schwierig finde, und ich glaube einfach, dass das früher auch bei weitem nicht so war, ist halt auch die Qualität. Ja. Ja, also weil ich habe natürlich jetzt auch so in meiner Community so halt auch relativ viele junge Leute, und da kommt dann halt auch immer so die Frage oder der Wunsch, das halt auch so zu machen, aber du hast halt fast keine Chance mehr, dass du sagst, du fängst jetzt einfach irgendwie mal an, weil du brauchst eigentlich schon einen relativ guten PC, du brauchst ein Schneideprogramm, du brauchst eigentlich ein relativ gutes Mikro, das soll alles schon relativ gut sein, weil sonst... ja, also hast du schon noch viel, viel weniger Chance, da irgendwie, dass sich wer diese Videos dann auch anschaut. Ja, also ich sag's immer so, es klingt hart, aber es ist halt wie Acting, wie Showbusiness. Also anfangen kann jeder und es ist egal wie, anfangen kann jeder, aber wenn man wirklich irgendwie was damit erreichen will, sei es, du sagst, ja, okay, ich will 500 Abos, 1000 Abos oder ich will einfach nur ein paar Zuschauer haben im Stream. Du brauchst mittlerweile ein Aufnahmeprogramm, du brauchst ein Schneideprogramm, wie du gesagt hast, und du brauchst eben diese gewisse Qualität und nicht, dass irgendwie das Video laggt oder dass die Tonqualität komplett scheiße ist, weil dann schaut dir heute keiner mehr zu. Ja, das stimmt leider, ja. Da hattet ihr alle so ein bisschen... Ja, ein bisschen so das Glück auf eurer Seite und dass ihr da einfach so schnell dann auch angefangen habt und das, ja, deshalb seid ihr halt dann auch jetzt da, wo ihr halt jetzt seid. Ja. Mit dieser Entwicklung dann so auf YouTube und dem Wachstum und so, ist ja wahrscheinlich dann irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo du es ja dann schon deinen Eltern wahrscheinlich gesagt hast. Ja, ziemlich spät leider. Wie war denn das? Ja, ich bereue es, dass ich es sehr, sehr spät gesagt habe natürlich. Also an alle, ich rate das nicht heimlich zu machen. Wann habe ich es erzählt? Ich glaube 2019. Ich glaube, es war auf jeden Fall zu Ostern. Es war zu Ostern. Entweder 2020. Nee, aber ich glaube, es war vor... Nee, es war 2019. 2019 zu Ostern habe ich es meinen Eltern gesagt, weil es da mit dem Mobbing immer schlimmer wurde. Meine Eltern haben zu dem Zeitpunkt nämlich herausgefunden, dass ich gemobbt werde. Und natürlich die erste Frage, warum? Warum wirst du gemobbt? Und dann habe ich keinen anderen Ausweg mehr gesehen, als das meinen Eltern zu sagen. Okay. Um das jetzt so ein bisschen besser zu verstehen, magst du das mal kurz auch so erklären, was da so genau vorgefallen ist und was, also einfach mal so auf das Thema Mobbing, was, du hast das jetzt ja schon zweimal auch erwähnt, was da passiert ist, wann das angefangen hat und wie das für dich dann so die Entwicklung war, was du gemacht hast. Ja. Also zuerst noch vorweg, also meine beste Freundin hat gewusst, dass ich YouTube mache, meine Schulkameradin auch und meine Halbschwester. Ich habe eine Halbschwester, die hat das auch gewusst, dass ich YouTube mache. Und die Mutter meiner besten Freundin hat es auch gewusst. Ja, mit dem Mobbing. Also wie gesagt, ich habe ja damals Playmobil-Videos gemacht. Und das habe ich vergessen zu sagen, weil es ist mir wieder eingefallen. Nachdem ich Playmobil-Videos gemacht habe, habe ich auch Movie Star Planet-Videos gemacht. Das war damals ein sehr Spiel, was jeder gespielt hat. Und da hatte ich einen verrückten Namen. Und ich habe das damals meiner Freundin erzählt, so, hey, ja, ich mache Videos. Hast du Lust, mal mit mir irgendwie zusammen was machen? Und ich hatte da, glaube ich, 10 Abonnenten oder so und hatte so, also den Namen, den ich bei Movie Star Planet hatte, nämlich Horror Schattenblume. Ja, und da wurde ich das erste Mal so gemobbt wegen dem Namen. Ich habe den Account dann aber relativ bald eben gelöscht und dann eben, ja, mit
Star Stable Videos angefangen und das zu dem Zeitpunkt keinem erzählt. Dann ist jemand hinter mir gesessen und ich bin halt bei YouTube reingegangen und weil ich halt einen neuen Kommentar bekommen habe auf das Video. Und dann haben die den Namen gesehen und ja, am nächsten Tag bin ich in die Klasse gekommen und alle haben gelacht. Warum? Weil sie meine Videos geschaut haben. Und ja, da hatte ich zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 400, 500 Abonnenten. Das war noch bevor ich Dark Ladies Geschichte hochgeladen habe, das eben so durch die Decke ging. Ich habe es dann auch meinen Lehrern erzählt, weil es ging dann von Mobbing bis hin zu Drohnachrichten, bis hin zu Todesnachrichten, bis Threat-Mails und Beleidigungen im Unterricht. Nichts Körperliches, wirklich nichts Körperliches, nur ja, verbal, also durch Wörter, Beleidigungen oder Sprüche wie, ja, googeln Sie mal den Namen auf YouTube, die macht Videos, können wir davon eins anschauen, natürlich, ja, was mein YouTube-Name. Ich habe es dann meinen Lehrern erzählt, die haben es mir nicht geglaubt. Und wir haben dann mehrere so Mobbing-Workshops gehabt in der Schule und dann meinten die immer so, ja, siehst du das, was wir machen, ist ja kein Mobbing, das ist ja nur so ein bisschen beleidigen und so, das ist ja kein Mobbing. Dann habe ich mich, ich spreche jetzt mal eine große Triggerwarnung an alle, die das damit jetzt nichts irgendwie zu tun haben mehr möchten. Ich habe mich dann relativ bald angefangen, selbst zu verletzen. Und dann eben hat es meine Mama mitbekommen, weil ich unvorsichtig war eigentlich, weil ich eben ein kurzärmeliges T-Shirt angezogen habe, also ein T-Shirt, kurzärmelig ist ja eigentlich österreichischer Dialekt, also ja, ein T-Shirt, ja. Hab nicht mitbedacht, dass man ja dann die Schnittwunden sieht und ja, dann hat es meine Mama rausgefunden und dann, ja, es wurde dann mit dem Mobbing leider nicht wirklich besser, bis ich zu einer Psychologin gegangen bin. Und mit der geredet habe. Die hat dann mit meinen Klassen-Dings da geredet, die mich so gemobbt haben. Es wurde trotzdem nicht besser, bis ich dann 2018, 2019 die Schule eben gewechselt habe. Und kurz danach haben die noch meine komplette Adresse, Name, Telefonnummer in einem Livestream geleakt, also veröffentlicht, wo es jeder sehen kann. Damals gute Mods, Gott sei Dank, die das sofort gelöscht haben. Danke dafür. Und ja, dann als ich 1000 Abos hatte, das war eben am Ende des Schuljahres, dann kurz bevor ich gewechselt habe, dann wurde dieses Mobbing zu, ja, oh mein Gott, können wir zusammen ein Video machen? Kannst du mich pushen? Können wir das? Und ja, später habe ich herausgefunden, dass das Mobbing daran lag, weil ein Junge aus meiner Klasse damals auch YouTube gemacht hat, aber nie so erfolgreich geworden ist wie ich. Und deswegen wurde ich gemobbt. Hattest du so in der Zeit, hat das wahrscheinlich dann auch so ein bisschen Einfluss auf deine YouTube-Geschichte und Videos hochzuladen und so weiter, hat dich das sehr stark ausgebremst? Auf jeden Fall, ja. Also ich habe dann auch eben, ja, mein Leben hinterfragt, warum ich eigentlich hier bin, was, ob ich überhaupt irgendwann mal eine Zukunft haben werde. Und ja, also das war eine ziemlich krasse Zeit. Ich habe dann auch mehrere Monate keine Videos hochgeladen. Dann habe ich mal wieder gestreamt und das Ding ist, ich habe halt immer so getan, als wäre alles in Ordnung und innerlich ist halt meine Welt so langsam auseinandergebrochen, bis irgendwann eben nichts mehr da war. Mit diesem Schulwechsel dann und so wird sich wahrscheinlich dann einiges dann auch verändert haben. Und du bist dann, ich sage mal, relativ positiv wieder reingegangen und hast weitergemacht mit YouTube oder war da immer dann noch so, ja, nicht mit einem ganz so positiven Gefühl? Ja, also angefangen, ich habe mir geschworen, ich werde es keinem mehr erzählen, dass ich YouTube mache. Ich habe an dieser Schule keine Person gekannt, außer einen aus der Nebenklasse. Ich habe wirklich keine Person sonst gekannt und ich habe mir geschworen, ich werde diesmal besonders gut aufpassen, dass keiner mitkriegt, dass ich YouTube mache. Habe mich dann aber relativ bald einer Freundin anvertraut, meiner Klassenfreundin. Die hat gesagt, sie wird es keinem erzählen und irgendwann
Ich glaube, am Ende von der 5. Klasse dann, also das ist in Deutschland die 9. Klasse, nur dass alle so aus Deutschland das verstehen, habe ich es dann meinen Jungsfreunden erzählt. Und mittlerweile weiß es die ganze Klasse und die chillen immer in meinen Streams und schauen meine Insta-Stories, also die folgen auch meinem öffentlichen Instagram-Account und checken auch dort die Stories ab. Und denen, für die finden das auch cool und denen macht das auch nichts aus und denen ist es eigentlich egal, so, ja. Wenn man jetzt mal, ich meine, das ist natürlich jetzt auch ja eine ziemlich heftige Geschichte und da hast du da auch schon relativ auch viel erlebt und halt vor allen Dingen halt sehr viel negative Sachen. Was würdest du sagen, warum du trotzdem dabei geblieben bist? Also was ist jetzt, auch wenn du so ein bisschen dann zurückdenkst, so YouTube an sich und SSO, was hat das so für dich an Bedeutung und Stellenwert, dass du trotzdem dann gesagt hast, nee, aber ich mache da trotzdem weiter? Ja, also ich hatte damals noch einen Club und ich wollte vor allem auch wegen dem Club nicht aufhören, Star Stable zu spielen. Und ich habe ja Spaß gehabt an SSO. Wie gesagt, ich habe YouTube-Pausen gemacht und dann irgendwann nach dieser YouTube-Pause habe ich eben Dark Ladies Geschichte hochgeladen. Und dann ging das so durch die Decke und ich bekam für dieses Video so viel positives Feedback und so viele Leute, die geschrieben haben, ja, Teil 2, bitte Teil 2, Teil 2. Dass ich gesagt habe, eigentlich ist es viel zu schade, um aufzuhören, YouTube zu machen, denn meine Videos bereiten ja anscheinend den Leuten Freude. Ja, das ist natürlich dann, das gibt einem natürlich dann auch wieder die Kraft, ne, zu sagen, okay, ich mache da trotzdem weiter. Ja, auf jeden Fall. Also das war damals so wie so ein, ja, das dieses positive Feedback damals, als ich wirklich voll am Ende war, das hat mir wirklich alles nochmal gegeben und um zu zeigen, eben nochmal, ja, nein, du machst jetzt weiter YouTube, du gibst jetzt sicher nicht auf, nur weil dich ein paar Idioten hier jetzt fertig machen wollen. Ja. Ist eine sehr starke Aussage und es sollten sich auch ganz viele auch zu Herzen nehmen, weil es ist nun mal leider so, dass halt bei ganz vielen Sachen, ich meine, das ist jetzt so ein Beispiel mit YouTube und mit SSO und so, aber wenn man, also gerade auch ich bin ja nun auch schon älter, aber auch wenn ich so auf das Leben so ein bisschen schon zurückblicke, hast du das halt ganz oft, dass dir immer wieder Menschen versuchen, dir irgendwas einzureden, dir irgendwas zu nehmen, dir irgendwas schlecht zu reden. Und ja, man muss teilweise einfach wirklich stark sein und trotzdem weitermachen. Man muss sich eben durchsetzen, man darf auf jeden Fall, und das ist das, genau das, was Mobber erreichen wollen. Sie wollen, dass du aufhörst, dass du aufgibst, dass du hinfällst und nie mehr weitermachst, aber das darfst du nicht. Steh auf, setz deine Krone auf, lauf weiter und zeig denen, was du kannst. Ja, genau. Sehr, sehr schön gesagt, ja. Genau so ist es. Ja. Wenn wir nochmal so zu SSO jetzt gehen, ich meine, du hast natürlich jetzt auch viele Jahre schon SSO gespielt, hast natürlich da auch schon sehr viel miterlebt, sehr viel Veränderungen miterlebt. Wenn du da jetzt mal nur so auf SSO schaust, wie geht's dir da damit? So, wenn du so diese Entwicklung siehst, ist es für dich jetzt anders? Schlechter, besser? Ja, wie empfindest du das, wenn du so dir mal so diese Zeitspanne jetzt anschaust mit diesen ganzen Veränderungen, was SSO durchgemacht hat? Ja, also ich muss sagen, seit ich SSO, ich glaube, 2020 extrem verändert hat, muss ich sagen, hat mich das Spiel nicht mehr wirklich gecatcht. Ich habe zwischen 2020 und 2022 jetzt ziemlich viele Star Stable Pausen auch gemacht, eben wo ich jetzt länger kein SSO gespielt habe, meistens auch 1, 2 Monate gar nicht mehr. Und es war damals wirklich so, dass ich fast jeden Tag gespielt habe und auch wirklich viel Zeit verbracht habe. Ich bin seit 2018 fertig mit den Quests. Also ich habe seit 4 Jahren keine Quests mehr. Außer SSO hat eben neue Quests reingebracht. Dann war das Glückssache und ich hatte mal wieder was zu tun. Es war damals einfach
anders. So, du hattest jeden Tag was zu tun, du hattest irgendwie wirklich fast immer Quests bekommen und du hast dich gefreut, wenn einmal in 2 Monaten neue Pferde rausgekommen sind, die du kaufen konntest. Also wirklich, damals war es wirklich nur alle 2 Monate vielleicht, dass ein Pferd rausgekommen ist und davon nur 3. Also du hast dich da wirklich gefreut, wie so ein kleines Kind, wenn da mal ein Pferd dabei war, was dir gefallen hat, was du kaufen konntest. Und die Leute damals waren die Besten. Man konnte so viel Cooles mit denen machen im Chat. Und auch die Bugs, also damals wurde noch nicht so, war das noch nicht so streng mit den Buggen. Also da wurdest du nicht gebannt, wenn du dich irgendwo hinbuggst oder so. Also ich habe damals ziemlich viele Bugs ausgenutzt. Also jetzt nicht so die mit Starcoins Bugs oder irgendwas, sondern wirklich nur so harmlose Bugs. Also das waren so lustige Zeiten damals. Und heute, ich muss sagen, das mit der Qualität, das stört mich jetzt ehrlich gesagt nicht, also dass jetzt die ganzen Orte neu gemacht werden, weil irgendwas muss sich ja im Laufe der Jahre tun, dass sich das Spiel weiterentwickelt. Ich weiß, dass das viele alte Spieler nicht wollen, aber für mich ist das ehrlich gesagt nicht schlimm, weil ein Spiel muss sich eben nun mal entwickeln und besser werden mit der Zeit. Mich stört eben nur eher das mit den Quests, also es ist eben nicht mehr so, dass ich sage, ja, ich gehe online, weil ich habe voll viele Quests zu machen, sondern es ist eher, ja, ich gehe online, weil, keine Ahnung, ich muss ein Video aufnehmen, das ist halt nicht mehr so wie damals. Glaubst du, oder anders gefragt, was müsste denn sich jetzt vielleicht ändern oder was müsste SSO jetzt machen, damit dich jetzt wieder catcht? Oder glaubst du, dass einiges vielleicht auch eine Entwicklungsgeschichte ist, wo du jetzt einfach sagst, okay, du bist jetzt einfach in einem Alter, du kommst jetzt in ein Alter, wo du dich selbst einfach auch so verändert hast und wo man einfach sagt, okay, das ist es einfach nicht mehr und das wird es auch nie wieder sein oder sind vielleicht auch von früher viele emotionale Geschichten dabei, die man da einfach auch miterlebt hat mit SSO? Oder glaubst du schon, okay, das könnte, wenn jetzt einige Veränderungen wären, könnte da durchaus von dir noch so eine richtige Lust aufkommen? Ja, also ich muss sagen, natürlich spielt das Alter eine große Rolle. Ja, ich nehme jetzt seit 6-7 Monaten auch keinen Reitunterricht mehr, weil ich muss sagen, ich meine, mich interessieren Pferde schon, aber ich muss sagen, ja, so langsam dieses Pferdespiel, also was ist, so Pferdespiele, dass ich damals wirklich nur Pferdespiele gespielt habe, das hat sich halt jetzt aufgehört mit den Jahren. Ich spiele wirklich noch gerne SSO, aber was mir fehlt, sind die Events, die es auch damals gab und die negativen Veränderungen, die unnötigen negativen Veränderungen, zum Beispiel eine davon wäre, dass die Urpferde, dass man die jetzt auf Knopfdruck verändern kann, weil du hast dir eben damals Urpferde gekauft, weil die sich in bestimmten Orten nur verwandeln und nicht, weil die sich jedes Mal, wenn du auf den Knopf drückst, verwandeln. Und du hast die wirklich gekauft, weil die sich an einem bestimmten Ort nur verwandelt haben. Und das fand ich auch schade, das hat mich schon ein bisschen, ja, emotional angeregt, dass die das rausgenommen haben, weil das halt eine Sache ist. Ich habe mein Urpferd 2018 gekauft, mein erstes Urpferd, also auch schon ziemlich lange her jetzt. Und das war dann halt schon sehr traurig, als ich halt so gesehen habe, dass das jetzt nicht mehr so ist mit dem, dass sie sich da und da verwandeln, eben wenn du weit genug weg bist vom Stall. Oder auch die ganzen alten Events, so diese April-Scherze, den sie rausgenommen haben, auch wenn es nur für den Tag ist, klar, aber es ist halt sowas, eine Tradition. Und ich finde eben, genau solche alten Events fehlen eben, also dass es wieder so coole Events gibt, coole Spiele. Also ja, das Reit-Event, das jetzt 4 Wochen lang gab, war cool, aber wirklich was zu tun hattest du da halt auch nicht. Ja, es ist so von den Sachen her, das hört man leider eh sehr, sehr oft und erzählen mir auch ganz, ganz viele, vor allen Dingen hat die auch schon länger spielen. Es ist ja momentan auch gerade so, dass ja, also so habe ich zumindest auch so das Gefühl,
extrem viele neue Spiele irgendwie in den Startlöchern stehen, wenn wir jetzt mal so in diesem Pferdebereich bleiben. Oh mein Gott, ja. Ist das, sind das so Sachen, die dich catchen, oder ist das eher sowas, wo du sagst, so, nee, also im Allgemeinen, da werde ich nicht mehr so drauf zugehen und das wird auch nicht mehr so diese Leidenschaft für mich werden können? Ja, also Wild Horses Valley kam ja damals neu raus, da war ich auch Beta-Testerin von, das war richtig cool. Also da habe ich schon noch andere Pferdespiele auch gespielt. Dann, was kam jetzt raus? Equestrian kam jetzt raus für iPhone, aber nur, das kam jetzt vor 2 oder 3 Monaten raus in Europa, das habe ich auch gespielt. Aber ich muss sagen, für mich kommt kein Pferdespiel wirklich an SSO ran. Also dass ich sage, das spiele ich jetzt, also wie SSO, 8 Jahre lang und das bleibt mein Spiel und dann nehme ich Videos auf, weil eben Star Stable so eines der einzigen Community-Games auch ist, was man mit anderen Leuten spielen kann. Equestrian ist ja ein Einzelgame. Und für, also Alicia Online ist ja auch Multiplayer, aber halt nicht so wie SSO, wo du Aufgaben hast und Quests hast und eine riesen Map hast, wo du rumreiten kannst. Also für mich wird's nie was Besseres als SSO geben. Und ich weiß, dass jetzt auch wieder 2, 3 neue Spiele rauskamen mit Pferden, aber ich schaue mir die nicht wirklich mehr an. Also ich schaue mir eher mehr Spiele im Bereich zum Beispiel The Last of Us oder Hogwarts Legacy, was jetzt rauskommt. Also eher mehr so PlayStation-Spiele, also nicht mehr Pferdespiele. Okay. Ja, aber du hast das jetzt schon gesagt und das ist jetzt eigentlich eine ganz, ganz schöne Umleitung, denn es wäre jetzt so ein bisschen auch so meine nächste Frage, ob sich so deine, ja, ich nenne es jetzt mal so Gaming-Geschichte, ob sich das eigentlich immer nur auf SSO bezogen hat, oder würdest du jetzt so von dir auch sagen, so, nee, ich bin schon eine Gamerin und habe auch früher schon andere Spiele gespielt und auch bis heute und das macht mir auch noch so richtig Spaß, oder war das immer nur so, dass sich das eher so auf SSO bezogen hat? Ja, also damals natürlich nur SSO und ich muss sagen, SSO hat mich auch ziemlich weit gebracht, dass ich bei einem YouTube-Workshop dabei war, dass ich ein Paket von YouTube bekommen habe. Also ich bin SSO da auch so viel dankbar, auch wenn das SSO gar nicht weiß. So. Aber ich habe damals dann schon auch Minecraft-Videos gemacht, Alicia Online auch, und vor, ich glaube, 1,5 Jahren habe ich dann mit Twitch angefangen, mit Spookys Jumpscare-Menschen damals noch, und jetzt halt, ja, dadurch, dass die Schule so stressig ist, mache ich halt jetzt irgendwie kein Twitch mehr, aber ich spiele in meiner Freizeit ziemlich viel Phasmophobia, das ist ein Horror-Geister-Game, auch mit meiner Community. Ich spiele sehr, sehr viel auch, Fortnite spiele ich auch gerne. Oder Fall Guys, Widget, also ich spiele auch sehr, sehr viele andere Spiele. Aber YouTube wird immer Star Stable oder Vlogs bleiben. Ja, cool, sehr, sehr interessant. Ja. Du bist ja jetzt auch, hast auch vorher schon erwähnt und ich weiß es natürlich auch, weil ich dir auch folge, also du bist ja auch auf Instagram ziemlich aktiv und da ist mir natürlich auch eine Sache aufgefallen, die man hat sehr, sehr viel auf deinem Instagram zumindest jetzt mal sieht, und zwar The Vampire Diaries. Ja. Also man kann eigentlich, also wenn man dir auf Instagram folgt, was ja übrigens, also alle Zuhörer bitte einmal gerne machen, ihr müsst da unbedingt mal reinschauen, aber ja, wenn man dir da folgt, dann kann man das eigentlich nicht sehen, dass du da ein ganz, ganz, ja, dass du da ein ganz, ganz großer Fan bist. Wie kommt's? Also wie hat das angefangen, oder wann hat's überhaupt für dich angefangen und wie kam diese Leidenschaft? Ja, also übrigens auf Instagram heiße ich nicht Luciana Lion Sister, sondern nur Lion Sister.
aber Lion X Sister, also nur so Verständnis. Mhm. Ich verlinke das natürlich alles unten in der Infobox. Es ist, ja. heißt, glaube ich, beim Podcast nicht Infobox, aber ich nenne es immer Infobox. Ja. Es ist jedenfalls auf alle Fälle alles unten verlinkt. Ja, also Netflix habe ich ziemlich spät bekommen, muss ich sagen. Ich habe Netflix zu meinem 15. Geburtstag bekommen und dann habe ich angefangen, meine erste Serie war Pretty Little Liars. Ich war ziemlich großer Pretty Little Liars Fan, hatte das damals Me too. hatte das damals auch oft in meiner Instagram Story und war natürlich ziemlich traurig, als das von Netflix runtergenommen wurde, jetzt vorheriges Jahr, genauso wie Vampire Diaries, dieses Jahr, wo ich sehr geärgert habe. Ja, ja, dann habe ich ja Chilling Adventures of Sabrina und noch andere coole Serien gefunden und dann Stranger Things und dann habe ich keine Serie mehr gehabt und ich sage zu meiner Schulkollegin so, ja, also das war, warte, das war im Sommer 2020, das war, da war Corona, genau, aber da hatte ich ziemlich viel Zeit zum Schauen. Und dann sage ich so, im Sommer 2020, also kurz bevor die Sommerferien begonnen haben, sage ich so, ja, irgendwie, ich habe keine Serie mehr, die ich schauen kann. Kannst du mir irgendwas empfehlen? Und sie meinte so, ja, also ich weiß, du bist jetzt nicht so der Horrorfan, aber Vampire Diaries, schau dir das mal an. Und da ist mir eingeschossen, ich habe das schon mal angeschaut. Damals, 2020 habe ich damit angefangen, 2018 glaube ich war das, da war ich noch ziemlich jung, da war ich 12, 13 sowas. Da gab es das auf Sky. Und damals war das bei unserem Sky-Abo dabei. Da habe ich die erste Folge angeschaut, natürlich mit 12, 13. Ich habe mich so eingeschissen. Ich hatte so Angst und Albträume, dass ich das nie mehr weitergeschaut habe. Also nur die erste Folge. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich probiere es. Und irgendwie habe ich das dann eben auf Netflix angefangen. Die erste Folge kannte ich schon, zweite Folge. Erste, zweite, dritte hat mich nicht gecatcht, fand ich langweilig, aber dann ab der vierten, fünften, als dann wirklich dieses Vampir-Ding losging und ja, und dann, also mit 15, ja, mit 16 habe ich die Serie geschaut, 16, versteht man auch ziemlich, also versteht man mehr als mich mit 12 und 13 und dann fand ich die Serie so geil, dass ich die bis Winter 2020 beziehungsweise Jänner 2021 geschaut habe. Dann wurde es, dann habe ich was anders geschaut, dann habe ich es wieder weitergeschaut, das war immer so, dann habe ich zwischendurch wieder was anders geschaut, dann habe ich es wieder weitergeschaut, und die Serie geschaut habe ich bis November, bis zu meinem Geburtstag 2021 und dann wurde es runtergenommen an Silvester. Und dann war ich so traurig, weil ich habe es da gerade auf Englisch angefangen, weil ich schaue es jetzt gerade auf Englisch. Und dann war ich so traurig, dass ich ja gesagt habe, Mama, I'm addicted to Vampire Diaries. Ich brauche die DVDs. Und jetzt habe ich die DVDs und jetzt schaue ich es auf Englisch. Und was fasziniert dich so an der Serie an sich? Also sind es die Schauspieler, sind es die Stories, ist es der die Art und Weise, wie es gemacht ist, kannst du das an irgendwas festmachen? Also für mich ist es natürlich, das, also ich liebe Fantasy-Sachen. Ich lese eigentlich nur Fantasy-Bücher, weil dieses mysteriöse Fantasy, diese Kreaturen, die es bei uns in Wirklichkeit nicht gibt, das fasziniert mich einfach. Aber was für mich so, ja, was man auch auf meinem Account in der Story am meisten sieht, ist eben meine Lieblingsschauspielerin, sie, die die Hauptrolle hat, Nina Dobrev. Mich fasziniert nicht nur ihre Geschichte, wie sie Schauspielerin geworden ist, weil ihre Eltern haben das nicht unterstützt, damals genauso wie meine Eltern. Sondern auch, sie hat in der Serie 4 verschiedene Rollen gespielt, aber so perfekt gespielt. Und sie musste auch, sie spielt Elena, Catherine, Tatia und Amara. Ich bin Pro. Vampire können ja quasi wie, ja, sie haben, können Gefühle haben, aber sie können auch kalt wie Eis sein und ihre Gefühle abschalten. Und da muss die Rolle spielen als Catherine mit Gefühle, ohne Gefühle. Im Jahr 1864, ja. Dann musste sie Elena spielen, dann Catherine, als, also Catherine
tut inzwischen dann mal so, als wäre sie Elena, das musste sie spielen. Dann tut Elena so, als wäre sie Catherine und. Und wir Zuschauer glauben das. Also als Zuschauer glaubt man auch, dass sie gerade Elena ist, aber in Wirklichkeit ist es Catherine. Also es ist so viel Schauspielpotenzial drinnen und auch diese Hintergrundgeschichte von ihrem Charakter ist so faszinierend. Aber eben für mich ist es am meisten die Schauspielleistung von ihr. Okay. Ja, es ist ja, ich meine, ich habe es auch angefangen zu schauen, aber ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich noch nicht sehr weit bin und ich dann auch wieder aufgehört habe, wieder eine Pause eingelegt habe und auch wieder dann eine andere Serie geschaut habe. Ich bin ja auch ein absoluter Serien-Junkie und Film-Junkie, also ich liebe es einfach, aber und ich mag auch, ja, diese Vampir-Sache und Vampir-Geschichte finde ich auch richtig, richtig anziehend. Aber ich weiß nicht, vielleicht habe ich zu früh aufgehört, wie du es jetzt auch gesagt hast mit Vampire Diaries. Ja. Vielleicht sollte ich da doch noch mal reinschauen, weil also es ist natürlich auch eine sehr, sehr erfolgreiche Serie. Und ja, ich habe ja eine Arbeitskollegin, die halt auch so ein Fan davon ist. Und es gab halt so diese absolut lustige Situation, weil wir sitzen uns halt im Büro so gegenüber, also unsere PCs sozusagen stehen Rücken an Rücken und wir schauen uns halt sozusagen genau an. Und ich habe halt so im Büro dann, war ich halt auf Instagram und schaue dann so deine Story durch. Und du hattest dann, das war noch relativ am Anfang, also da kannte ich das noch nicht so viel von dir. Ja. Und da hattest du eine Story drinnen, eben mit der Abkürzung, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber es war halt jedenfalls die Abkürzung zu sehen. TVD, ja. Genau, TVD. Und ich sag dann so, was ist ein TVD, ne? Und meine Kollegin da gleich flitzt rüber, neben dem PC schaut so rüber, The Vampire Diaries. Aber so in der Sekunde rausgeschrieben, ne? Und ich dachte mir so, okay, girl. Well. Down. Aber sie ist, ja, sie ist einfach auch ein riesengroßer Fan. Sie hat, glaube ich, ich habe sie nämlich jetzt am Freitag nochmal gefragt, weil ich ja gewusst habe, dass wir sprechen. Ich glaube, sie hat sie jetzt zum dritten Mal, schaut sie sich jetzt gerade an. Ja. Also sie ist schon wirklich auch ein riesengroßer Fan. Ja, also ich muss sagen, also für mich jetzt, ich schaue sie jetzt zum zweiten Mal gerade auf Englisch. Ich finde es zum Beispiel auf Englisch viel, viel besser als auf Deutsch, weil eben die Originalstimmen vor allem. Und ich finde es auch erst wirklich so ab, ich glaube, Folge 10, 11, Staffel 1 am spannendsten, weil da eben das Drehbuch viel interessanter ist, da wirklich so die Geschichte anfängt, wie sind Vampire entstanden, von was ernährt sich ein Vampir, wie wird ein Vampir zum Vampir, was triggert dieses Vampirsein. Ja, und ich bin unendlich froh, dass ich Vampire Diaries gefunden habe, weil sonst hätte ich auch nie zu Acting und so gefunden, auch Pretty Little Liars vor allem auch. Und ich werde wahrscheinlich dieses Jahr im Dezember die Schauspieler treffen, wahrscheinlich. Und da bin ich schon richtig, richtig gehypt. Oh, okay. Ja, ich meine, du hast es jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen, Acting und so. Und natürlich auch so, was dich ja an der Serie an sich jetzt auch so fasziniert, wie du gesagt hast, diese Schauspielleistung. Und dieses Schauspiel, so ist ja, was ich so mitbekommen habe, auch ein ganz, ganz großer Teil in deinem Leben. Und ja, da würde mich einfach mal so interessieren, dass du das mal so ein bisschen auch erzählst, ja, ob das jetzt erst einmal stimmt, also ob das jetzt wirklich schon so ein großer Teil in deinem Leben ist und wie da so, ja, deine Erfahrungen bis jetzt so aussehen. Ja, also Teil meines Lebens ist es eigentlich, ja, seit ich Netflix habe, seit ich Pretty Little Liars geschaut habe. Da habe ich zu meiner Oma, die jetzt leider vor kurzem verstorben ist, erzählt, Oma, ich möchte unbedingt auch mal hier vor einer Kamera stehen. Ich möchte auch in so einer Serie mitspielen. Und das mit 15, ja, 15 war ich da. Und da habe ich gesagt, können wir bitte schauen, ob es irgendwo in der Nähe einen Schauspielkurs gibt, bitte. Und die hat mir dann auch geholfen, aber dann gab es leider in dem Moment halt leider nichts, weil dann kam auch Corona und dann war das Thema mal weg. Und meinen Eltern, beziehungsweise meiner Mama, gesagt habe ich, dass ich Schauspielerin werden will, im
Dezember 2021, also erst vor ein paar, also vor 6 Monaten erst. Und wie gesagt, ich wollte eben, seit ich Netflix habe, generell mit dem ganzen YouTube-Zeugs und so, ich bin generell schon immer ein Mensch, der gern vor Kameras gestanden ist, der gerne im Mittelpunkt steht, aber nicht auf einer Bühne, sondern vor der Kamera. Also ich bin kein Bühnenmensch, der sich auf eine Bühne stellt und vor 1000 Leuten jetzt erstmal da was aufführt oder so. Ich bin eher der schüchterne Mensch im wirklichen Leben, aber vor der Kamera kann ich mich wirklich richtig gut öffnen und auch richtig gut reden. Vor allem auch dieses Hochdeutsch. Also ich mag es eigentlich gar nicht so im Dialekt zu reden. So, ich liebe es, vor der Kamera Hochdeutsch zu reden auch. Und angefangen so mit dem Ganzen, dass das meine Eltern eben erfahren, also gesagt, dass es mein Berufswunsch ist, habe ich es eben im Dezember. Aber ich habe eben im Sommer 2021 meinen ersten Schauspielkurs gemacht, einen einwöchigen Schauspielkurs. Und ich meine, es ist ja immer so, also es gibt ja auch immer so Berufe, wo man ja so eine gewisse Vorstellung davon hat und wo man sich denkt, okay, so und so, und das ist richtig cool und das liegt mir wahrscheinlich. Wie war das dann so für dich, so wie du jetzt auch so, sozusagen schon gesagt hast, so dieser erste Schauspielkurs dann, hat sich das für dich dann auch wirklich so bewahrheitet? Bist du da gleich so wirklich mit einem guten Gefühl rein, oder war es dann doch so, dass du gesagt hast, okay, es ist doch so ein bisschen anders, aber wie war das so dein Gefühl? Ja, ich habe beim ersten, ich muss sagen, es war jetzt leider nicht so ein extrem professioneller Schauspielkurs, wie ich es mir vorgestellt hatte. Deswegen habe ich auch bald meine erste richtige Schauspielunterrichtsprobestunde. Aber es war auf jeden Fall schon mal ein Einstieg, aber bei dem Schauspielkurs habe ich auch nochmal gemerkt, dass ich eigentlich auch sehr viel Spaß dran habe, die Anweisungen am Set zu geben. Also wo muss wer stehen, wo muss die Kamera hin, wo muss das Licht hin, wie muss die Kamera eingestellt werden, wie muss der Ton eingestellt werden, wie muss das Make-up gemacht werden. Da habe ich dann schon mal so das erste Regie-Erlebnis bekommen. Und das Ganze mit dem Schauspielern ist dann leider erstmal so gewesen. Ich habe dann auch am letzten Tag gesagt, so ja, gibt's nicht irgendwie die Möglichkeit bei uns irgendwo in der Nähe Schauspielunterricht zu nehmen, bei einem Casting mitzumachen, wo mitzumachen. Und bei uns wirklich in der Nähe gibt's leider gar nichts, außer eben die Schule, eben Schulmusical wie jetzt gerade. Aber leider gibt's bei uns sonst irgendwie nirgendwo, dass wir irgendwie eine Agentur haben oder eine Schauspielschule, wo du Unterricht nehmen kannst. Und dann war das erstmal weg. Und dann im Dezember 2021 wieder kamen dann so, im Winter ist dann, fängt dann auch immer wieder die Zeit an, Casting Calls online, und dann hat es wieder so angefangen. Dann bin ich zu den ersten Castings und ja. Ist das auch so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, so eine Sache, weil wir einfach in Österreich sind und weil es hier einfach super schwierig ist? Ja. Oder, ja. Ja, also es ist, Österreich ist natürlich auch bekannt für Bergdoktor und so Serien. Oder Das wahrscheinlich sicherlich dein Ziel ist, im Bergdoktor. Nee, nicht wirklich. Nee, aber ich sag mal so, Bergdoktor Beispiel Österreich oder eben Soko Donau und solche Sachen. Für sowas ist eben Österreich auch bekannt. Aber ja. Die Filmbranche ist halt nun mal Amerika, Deutschland, London. Oder also England halt. Also Österreich hat da, also bei uns werden bei uns auch Filme gedreht. Jetzt letztens war ja irgend so ein, wo ein richtig bekannter Schauspieler in Wien war und so. Aber das sind halt dann oft Leute aus Amerika, und dass du mal richtig so bei Serien mitspielen kannst, musst du halt mal Deutschland, Amerika, England irgendwo, weil die meisten Produktionen sind eben in Deutschland, und auch Bergdoktor. Alle Schauspieler von Bergdoktor kommen tatsächlich aus Deutschland. Also das ist eine deutsche Agentur, die einfach gesagt hat, dass sie das in Österreich drehen, und die Komparsen, also die für einen Tag vielleicht Fußgänger oder sowas sind, die kommen aus Österreich, aber die Hauptdarsteller kommen halt alle aus Deutschland. Ja, es ist auch so, ja, das ist einfach, Österreich ist da, glaube ich, wirklich, ja, so ein bisschen schwierig.
wenn es so in diese Richtung geht. Wie ist denn dann jetzt so dein Plan? Ja. Wie soll es denn dann jetzt so für dich weitergehen? Ja, also ich war ja jetzt schon bei einigen Castings und ich habe auch Zusagen bekommen. Und ich bekomme jetzt auch meine erste Probe-Schauspielstunde, auch in, also bei einer deutschen Schauspielschule, aber das geht tatsächlich online. Also ja, man kann auch Online-Unterricht nehmen, was ich sehr, sehr gut finde. Und wenn es so ist, wie ich es mir vorgestellt habe, dann bekomme ich ja auch einmal in der Woche Unterricht und die vermitteln mich dann auch zu Castings in der Nähe oder Castings in den Ferien, wo ich auch Zeit habe, nach Deutschland zu reisen. Aber natürlich ist mein Ziel mehr Castings. Mehr. Ich habe mich bei einigen Sachen beworben. Ich habe jetzt auch eine Mitgliedschaft bei einer Casting-Website, wo ich eben meine erste Rolle bekommen habe. Das wird jetzt in den Sommerferien wird's gedreht jetzt dann. Online, ist ein Online-Shoot. Ich warte auch noch auf zwei Rückmeldungen. Eine für einen Kinofilm, das hatte ich auch in meiner Story, einen Horror-Kinofilm, The Nun. Und das habe ich gesehen. Ja. Und eben unser großes Schulmusical, was wir jetzt nächste Woche aufführen. Ja, ich weiß, ich bin wie gesagt kein Bühnenmensch, aber zum Reinschnuppern ist es recht cool. Und ja, mein Ziel auf jeden Fall ist es, Filmregie zu studieren und nebenbei natürlich jetzt nächstes Jahr meinen Abschluss machen. Dann habe ich eben schon meine Pläne, dann für ein Jahr nach Amerika gehen, dort Schauspielunterricht nehmen und zu Castings gehen, während ich in Amerika bin, um das auch in Amerika kennenzulernen. Dann Filmregie studieren und eventuell weiter nebenbei Schauspiel zu machen. Und eben, wenn geht, vielleicht zu den Filmen, bei denen ich mich jetzt beworben habe, eingeladen werden. Und eben die Rolle, die ich jetzt habe, gut zu machen. Wenn du jetzt so von deiner Wunschvorstellung jetzt mal dich so hindenkst, wird es dann auch so in eine Richtung gehen, wo du sagst, so, oh ja, so eine richtig coole Serie, mit wo man schon weiß, okay, das wird einfach regelmäßig, da werden Staffeln und so weiter, oder wäre das jetzt eher so, oh, so ein richtig cooler, geiler Film, oder was, in welche Richtung würdest du dir zu wunschmäßig, würdest du dich da sehen? Ja, es kommt wirklich drauf an. Also ein Film, ja, also ich finde, ich schaue persönlich Filme jetzt sehr selten. Also ich denke eher, dass ich zu Serien tendieren würde, aber natürlich, ich lasse keine einzige Chance vergehen. Also ich nutze wirklich jede Chance, die ich bekomme, sei es ein Film, sei es eine Serie, sei es nur für eine Folge in der Serie. Momentan ist es mir eigentlich relativ egal, was es ist, aber später möchte ich, glaube ich, eher in die Richtung, wenn es ein Film ist, dann Kinofilm. Also nicht, dass ich jetzt sage, Netflix-Film oder sonst was, sondern wirklich Kinofilm oder eine Serie. Ja, es ist, glaube ich, auch ich nenne es jetzt mal so Branche, wo wir auch vorher schon so bei YouTube und so waren, aber glaube ich, ist das hier auch so ein bisschen eine Branche, wo glaube ich, man einfach auch so ein bisschen Glück braucht manchmal. Es ist, ja, und deswegen auch nochmal meine Sache, ich will eben Schauspiel nicht studieren, weil Schauspiel eine, wie jeder eigentlich sagt, auch jeder Schauspieler eine unsichere Branche ist. Jetzt nicht so, dass es das unsicher jetzt sagt, so ja, in der Zukunft wird es das nicht geben, sondern unsicher mit, du weißt nie, wann du wo eingeladen wirst, ob du die Rolle bekommst oder deswegen will ich ja auch Filmregie studieren mit Bachelor und Master, wo ich dann auch wirklich einen Beruf habe. Und Schauspiel halt nur nebenbei, weil wie gesagt, es ist nun mal leider so, dass Schauspielen und auch die Castings oft einen gewünschten Typ brauchen. Also die schreiben wirklich vor, wie du ausschauen musst für die Rolle. Und das ist auch oft schwierig, dann halt da mitzuhalten, eben mit dem Aussehen auch. Also, dass die jetzt sagen, ja, die suchen eher einen Typen, der halt dunklere Haare hat oder der eben, keine Ahnung, blonde Haare hat oder der eine andere Hautfarbe hat oder die ein anderes Alter hat. Oder dann war jemand besser als du, hatte ein besseres Casting als du. Du hast zum Beispiel einen schlechten Tag und
dann ist wer anders besser oder deine Performance hat nicht gereicht, du konntest den Text nicht, deine Sprache passt nicht zum Charakter. Also es ist so eine unsichere Branche und du weißt nie, bekomme ich die Rolle, bekomme ich den Job. Aber du brauchst halt, um wirklich nur als Schauspieler zu überleben, musst du eigentlich fast jede Rolle bekommen. Oder wie Nina Dobrev eben so eine Riesenrolle, wo du dann nie mehr was anderes machen musst, weil diese eine Rolle dir so viel Geld gebracht hat. Es ist schwierig. Ja. Es ist wirklich schwierig. Ich mag ja, oder ich schaue mir manchmal auch gern so Dokumentationen an. Und ich habe, das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube, ja, vor so ein paar Monaten, habe ich eine Dokumentation gesehen, auch irgendwo im Internet, von also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt, aber von einer sehr, sehr, sehr bekannten Schauspielschule in Deutschland, wo eben dieser ganze Castingprozess mitgefilmt wurde. Und ich bin echt da am Sofa gesessen und habe mir echt gedacht, oh mein Gott. Also erstens mal diese Anzahl von Menschen, die sich beworben haben und dieser klitzekleine Teil, der genommen wird und diese ganzen Runden, die machen mussten und also das war so, boah, also da habe ich mir echt gedacht, also dass du da aufgenommen wirst, ne? Und dann heißt es ja immer noch nichts, ne? Das heißt ja immer noch nicht, dass du dann erfolgreicher Schauspieler wirst. Also echt, echt schwierig, ja. Ich habe mich, wie gesagt, schon bei einem Kinofilm beworben. Da habe ich nie Antwort bekommen. Und dann irgendwann, es hat sich noch jemand aus meiner Community bei dem Film beworben und die meinte dann so, ja, hey, ich habe jetzt gesehen, der Film, das Casting ist beendet und dann war es halt klar, dass wir beide nicht weiter sind, weil in Castings gibt es ja verschiedene Runden, eben wie du gerade gesagt hast. Und eben auch letztens, als ich mich über die Casting-Website wo beworben habe für eine Voice-Over-Rolle diesmal, der hat geschrieben, dass sie über 300 Bewerbungen haben und dass die halt nicht jeden zurückschreiben können. Und wenn ich bis dort und da noch keine Antwort habe, bin ich nicht weiter. Und auch jetzt bei The Nun, das Casting läuft noch immer. Oder ich habe mich für noch eine Netflix-Serie beworben. Das Casting hört genau in 3 Tagen erst auf. Die casten schon seit 2 Monaten und wir haben halt noch immer, also das hört erst in 3 Tagen auf und dann, also es ist ein ewig langer Prozess mit, und auch du selbst als Schauspieler musst Geduld mitbringen und ewig warten auf eine Zusage oder eine Absage. Oder oft bekommst du auch gar nicht eine Absage und dann ist es halt einfach so, dass du halt nie eine Antwort bekommst und dann nimmst du es halt auch irgendwie hin, dass du halt nie eine Antwort bekommen hast. Also es ist, vor allem eben bei so vielen Leuten, die sich bewerben, eine geringe Chance, aber die Chance ist da. Ja, klar, das stimmt natürlich. Du hast es jetzt vorher ja schon mal so ein bisschen nebenbei so erwähnt, dass du jetzt auch nicht da so wirklich diesen Support auch von deinen Eltern hast. Ist das jetzt so, also auch so mit dem Studium und so, was für dich jetzt so der Weg ist, ist da jetzt sozusagen auch für deine Eltern dann so ein bisschen der Frieden wieder hergestellt? Sind sie damit einverstanden oder ist das trotz alledem noch ein schwieriges Thema? Es ist nach wie vor ein schwieriges Thema. Also ich wollte damals immer Kinderärztin werden. Und ich habe halt dann gemerkt, dass so ein Studium, was eben Arztstudium 6 Jahre dauert oder so und dann auf Kinder spezialisieren nochmal 2 Jahre, ich habe halt gemerkt, das ist halt so ein trockenes Studium, wo du so viel Theorie und Prüfungen hast, dass ich das einfach nicht will. Und ich habe mir verschiedene Studien angeschaut, auch in die Arztrichtung und halt gemerkt, das ist einfach nicht das, was ich machen will. Und mein größter Traum nach wie vor ist es, einmal eben auf einem Filmset oder Serienset zu stehen, wo Kameras sind, wo Belichtung ist, wo Crew ist, wo ganz, ganz viele Leute sind. Das ist mein Traum. Und in einem Regiestudium bist du halt auch fast jeden Tag an einem Filmset, wirklich. Also die haben dann auch ganz, ganz viele verschiedene Studios, wo Filmsets aufgebaut sind, wo du dann arbeitest und Regie und Schauspiel ist wirklich hauptsächlich praktisch. Also das ist ein praktisches Studium, wo du viel praktisch machst und eher wenig Theorie. Und aber meine Eltern, die haben sich halt immer gewünscht, dass ich unter Anführungszeichen einen normalen Job habe.
Also wie Ärztin oder Krankenschwester oder Bürofrau oder sonstiges, weil halt auch das Regiestudium halt eher so in die Filmbranche geht und für meine Eltern halt nicht so die richtige Vorstellung ist oder war oder ja. Wo kann man das eigentlich studieren in Österreich? Ja, ich glaube, das ist auch eine der Sorgen meiner Eltern, weil ja, also in Wien gibt es zwei Unis. Dann in Salzburg gibt es auch eine sehr gute Uni. Oder eben in Deutschland. Oder was mein Ding jetzt ist, weil ich eben sehr gut in Englisch bin und weil meine Englischlehrerin meint, ich soll auf Englisch studieren, weil mein Englisch so gut ist. Vielleicht England. Aber ist halt auch so ein Ding, weil halt alles weit weg ist. Auch Wien ist von mir 3 Stunden entfernt. Also ja, es ist halt, also ich meine, klar, es ist trotzdem meine Entscheidung. Ich werde dieses Jahr 18 und es ist meine Entscheidung, was ich mit meiner Zukunft mache. Aber es ist halt schon traurig, wenn man dann so die Eltern reden hört, so ja, ich wünschte eigentlich, dass sie einen normalen Job haben will. Oder wenn ich irgendjemanden erzähle, bei Verwandten, Familien feiern, ja, ich möchte Regie studieren. Meine Eltern so, ja, aber das kann sich ja noch ändern oder das ist jetzt nur so eine Phase. Nein, es ist keine Phase. Ich will das seit 2 Jahren, nur weißt du davon nichts, weil ich es immer nur meiner Oma erzählt habe, die mich immer unterstützt hat und jetzt nicht mehr für mich da ist. Und jetzt muss ich mich halt jemand anders öffnen. Ja, das ist nicht immer so einfach mit den Eltern, Ja, leider. ne? Aber ich hoffe natürlich, dass du da wirklich stark auch bleibst und dass du da auch dieser Leidenschaft auch nachgehst und dir auch nichts anderes einreden lässt. Ja, meine Eltern unterstützen mich. Also ja, meine Mama hat ja auch diese Mitgliedschaft mit der Casting-Website abgeschlossen, weil ich ja noch nicht 18 bin eben. Oder auch bei einigen Castings brauchte ich die Einverständniserklärung. Also da bräuchte man wirklich, also man hat eine Unterschrift gebraucht, auch eine digitale Unterschrift der Eltern. Oder eben jetzt, dass ich Schauspielunterricht nehmen darf, brauche ich auch die Erlaubnis meiner Eltern. Aber also da in dem Bereich langsam wird's, aber ich sag mal so, meine Mama kommt oft in mein Zimmer und wenn sie sieht, dass ich mich zum Beispiel gerade irgendwo bewerbe, weil ich gerade zum Beispiel ein Bewerbungsvideo aufnehme, dann sagt sie so, kannst du nicht einfach irgendwas anders machen? Kannst du dich nicht für was anderes interessieren als immer nur das Schauspiel oder so oder Regie? Und das ist halt, natürlich verletzt mich das, aber irgendwann denke ich mir so, irgendwann lebe ich mein Leben und dann wird sie irgendwann hoffentlich stolz auf mich sein, wenn sie im Kino sitzt und dann bei Regie oder Schauspiel meinen Namen liest, irgendwann. Ja, genau. Und man muss natürlich auch immer sagen, es sollte im Grunde genommen für jeden Elternteil einfach so das Höchste sein, wenn ihre Kinder glücklich sind. Egal, um was es geht und wie es geht. Das ist eigentlich das einzige Wichtige. Und ja. Das wünsche ich dir natürlich auch von ganzem Herzen und hoffe, dass du da auch gut vorankommst. Ich meine, du hast natürlich auch jetzt schon, ja, dir schon einen richtigen Plan zurechtgelegt und das hoffe ich natürlich, dass das auch alles so funktioniert. Ich hoffe auch. Und ja, und das Schöne natürlich dabei ist, dass du ja sehr aktiv auf Instagram bist. Von daher werden wir das natürlich auch alles mitverfolgen. Auf jeden Fall. Und werden da auch immer gut abgedatet von dir. Ja, Und das. ich bin auf jeden Fall auch gespannt auf mein Musical nächste Woche, meine Aufführung, meine erste. Also, das ist auch nochmal was sehr Aufregendes da jetzt, weil ich bin ja auch Regieassistentin zum ersten Mal. Also, das ist schon Okay, oh was ja, das Cooles. ist. Ja, ich glaube, langweilig wird mir nie und ich glaube, ich finde immer irgendein Casting, wo ich mich bewerben kann. Ich habe dieses Jahr jetzt schon 5 Castings gehabt, auch ein In-Person-Casting, eben mein erstes In-Person-Casting war fürs Musical. Und also von dem her, ich werde immer irgendwas finden und Regie und Schauspiel bleibt immer so mein Nummer 1, dank Vampire Diaries und auch Netflix. Und auch dank Nina Dobrev, die eben in dem Podcast gesagt hat, ihre Eltern haben sie nie unterstützt und jetzt hat sie es so weit gebracht, dass sie eine eigene Villa hat, eine eigene Yacht hat, einen Privatflieger,
Whatever, also die hat's echt gebracht. Und damals haben ihre Eltern, sie haben in armen Verhältnissen gelebt. Sie haben in einem Mini-Haus gelebt. Sie musste damals im Alter von 14 arbeiten gehen, damit sie ihre Familie ernähren konnte. Und jetzt hat sie es so weit gebracht. Und das ist irgendwie auch mein Ziel. Und deswegen ist sie halt auch für mich ein Riesenvorbild, weil sie es trotzdem geschafft hat. Das stimmt. Und gerade halt auch so bei solchen Geschichten finde ich immer also auch Wege, die man gerne machen möchte. Also gerade zum Beispiel so Schauspiel oder so, wo man einfach auch sehr viel Kraft braucht, glaube ich, ist das Wichtigste einfach auch, dass man ganz viel Leidenschaft dafür hat, um das wirklich auch alles so durchzustehen und durchzugehen. Ja, diese Leidenschaft spüre ich schon bei dir. Von daher habe ich eigentlich ein ganz, ganz gutes Gefühl dabei, dass das was wird. Ja, vor allem Schauspiel kennt halt auch kein Alter. Also mit Schauspiel, das, ich meine, meine Eltern sagen so, ja, du bist doch schon viel zu alt, um jetzt noch Schauspielunterricht zu nehmen. Aber auch professionelle Schauspieler sagen, Schauspiel kennt kein Alter. Auch in Serien werden oft Omas gesucht für Oberrolle oder eben auch Elternrolle, erwachsene Leute. Also Schauspiel kennt wirklich kein Alter. Gut, Luciana, ich würde sagen, wir sprechen schon fast, also wir sprechen schon über eine Stunde. Ja, ich habe auch Wir gerade gehen schon auf die geschaut. 1,5 Stunden zu. Es hat mich super gefreut, dass zum einen mal, dass es jetzt geklappt hat und dass wir jetzt doch noch einen Termin gefunden haben und dass wir uns einmal unterhalten konnten. Es war wirklich sehr, sehr interessant. Es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Ja. Du hast natürlich auch sehr viel zu erzählen und sehr viel unterschiedliche Sachen und das macht das Ganze natürlich sehr spannend. Ja, es war auf jeden Fall auch richtig lustig. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich fand es auch sehr, sehr cool und toll, mit dir zu reden. Es war richtig entspannt gerade. Ah, Dankeschön, das freut mich natürlich dann auch. Gut, dann würde ich sagen, dass ich dir noch einen ganz, ganz schönen Abend wünsche. Und ja, es könnte ja sein, also wir dürfen da, glaube ich, ja noch gar nicht drüber reden, ne? Aber es könnte eventuell sein, dass wir ja in sehr naher Zukunft noch öfter Kontakt haben, weil ja so ein ganz eventuell cooles, großes Projekt ansteht. Who knows? Genau, mehr dürfen wir darüber ja noch nicht sagen. Ja. Aber in diesem Sinne wünsche ich dir mal alles, alles Gute und bis ganz, ganz bald. Ihr auch. Tschüss. Danke, ciao, ciao. Ja, das war sie, die aller erste Folge der zweiten Staffel sozusagen. Und es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Es war super interessant und ich mag es einfach auch, wenn Menschen viel zu erzählen haben, weil ich einfach ein sehr, sehr interessierter Mensch sozusagen bin. Das finde ich einfach toll, wenn Menschen Sachen zu erzählen haben ja, es war ein richtig, richtig tolles, interessantes Gespräch mit der lieben Luciana. Hier nochmal der kleine Hinweis, ich habe natürlich alle Social Media Links von der lieben Luciana verlinkt ja, wir beide freuen uns natürlich, wenn du uns folgst, wenn du uns ein Like gibst und das muss ich auch immer wieder dazu sagen, ist gratis und ihr unterstützt uns dadurch aber wirklich sehr. Hier als Podcast oder hier auf diesem Podcast-Kanal, sofern du es natürlich jetzt in einer Podcast-App das Ganze anhörst, wird es in nächster Zeit so ein bisschen mehr geben, denn ich habe mich dazu entschlossen, dass ich auch meinen Lifestyle-Podcast, wo es momentan ja eine Folge gibt. Da kommt aber nächste Woche schon die zweite Folge raus. Und zwar heißt dieser Podcast That's My Life, wo ich dir alles so aus meinem Leben erzähle.
Und diese erste Folge ist ja bis jetzt nur auf YouTube online gegangen, aber ich habe es da auch schon angekündigt und ich habe da jetzt mir so ein paar Gedanken drüber gemacht und habe mich jetzt doch auch dazu entschlossen, auch dieses Format als ganz normalen Podcast hier hochzuladen, weil ja, dass ich schon gemerkt habe, dass ihr das einfach auch gerne wollt und ihr das auch anhört. Also ich meine, ich sehe es ja auch in den Statistiken und so weiter, dass ihr sehr wohl das auch als ganz normalen Podcast so nebenbei anhört. Von daher wird es auch diesen Podcast hier als normalen Podcast auch geben und es kommt noch ein neues Podcast-Format. Ihr seht schon, Podcast ist einfach, ja, ich liebe einfach Podcast, nicht nur anzuhören, sondern auch selber aufzunehmen. Und ja, es wird noch ein Podcast-Format geben. Und zwar für alle, die auf unserem Discord schon sind, haben das ja schon mitbekommen, dass ich einen Story-Wettbewerb ins Leben gerufen habe. Da gab es schon den ersten im Juni und wir haben da auch schon einen Gewinner, wobei der Gewinner noch nicht bekannt gegeben ist, aber ich habe schon einen Gewinner und ich dachte mir, ich möchte diese Geschichte nicht einfach auf dem Discord kopieren in schriftlicher Form, sondern ich dachte mir, das kann man doch eigentlich auch ganz gut als Podcast aufnehmen, also diese Geschichte einfach vorlesen. Und ja, das wird auch ein Podcast-Format werden, wird auch hier hochgeladen und auch, ja, darüber habe ich mir auch so ein paar Gedanken gemacht, weil ich könnte theoretisch natürlich auch einen ganz neuen Kanal damit starten, also einen ganz neuen Podcast-Kanal, aber ich habe ja so ganz bewusst auch diesen Podcast-Kanal als House of Ada bezeichnet und das, ja, das bedeutet ja schon so ein bisschen ein Überbegriff von mehreren Teilgebieten sozusagen und falls dich interessiert, wie es überhaupt zu den Namen gekommen ist, House of Ada, dann kann ich dir, ich glaube es war die dritte Podcast-Folge empfehlen und zwar heißt die It's All About Me. Und da erzähle ich auch so ein bisschen, warum das Ganze eigentlich House of Ada heißt. Jedenfalls war da schon auch so mein Hintergedanke, okay, House of Ada, da kann man so ein bisschen mehr reinpacken. Da geht es nicht nur um Star Stable, da geht es nicht nur um Ada Breeze Flower, meinen Account auf SSO, sondern da kann auch ein bisschen Lifestyle mit rein und da können auch andere Sachen mit rein. Und deshalb habe ich mich da jetzt auch entschieden, dass ich all diese Podcast-Formate auf einen Kanal hochladen werde. Von daher gibt es immer wieder was Neues, immer wieder verschiedene Sachen auch. Und ich glaube, dass das auch für euch ganz interessant ist. Was natürlich bleiben wird, ist, wie es auch schon bei der Staffel 1 war, dass auch alle diese Folgen bisschen später dann auch auf YouTube hochgeladen werden und man kann sich das natürlich auch auf YouTube anhören und anschauen und vor allen Dingen bei meinem Lifestyle-Podcast, also sozusagen dem Podcast über mein Leben, da wird es natürlich sehr viele Bilder immer geben und die könnt ihr dann natürlich auch auf YouTube anschauen. Gut, ich würde sagen, für diese Woche habe ich jetzt genug gequatscht. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Die meisten von euch, glaube ich, haben schon Ferien, also genießt eure Freizeit. Passt auf euch auf und wir hören uns ganz, ganz bald wieder, beziehungsweise gerne auch auf YouTube oder auf Instagram. Alle Links sind unten verlinkt. Und in diesem Sommer wird noch einiges passieren und ich glaube, ihr seid ganz gut damit beraten, wenn ihr mir ein Abo da lasst, damit ihr all diese Sachen nicht verpasst, die da vielleicht noch so kommen werden. In diesem Sinne, alles, alles Gute,
Bis ganz, ganz bald. Eure Ada Breezeflower. Ciao, ciao. House of Ada. Der Podcast. Staffel 2. Themenfolgen, Interviews, Lifestyle, alles über Social Media und noch ganz viel mehr. Jetzt hier im Podcast. House of Ada. Der Podcast. Staffel 2. Jetzt auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.